noch den Kulturkapital-Podcast. Den mache ich schon seit 2013 und ich bin in der 30. Episode angelangt. Ich setze mich mit Menschen zusammen und die kommen meistens aus dem Bereich der Kultur, der Medien, Medienpädagogik, Wissenschaft. Und ich unterhalte mich mit denen über Mediennutzung, Medienproduktion und, sofern wir es so nennen wollen, die digitale Bildung. Da gibt es mittlerweile schon so ein paar Themencluster. Zum Beispiel habe ich Folgen gemacht zu Medienpädagogik und Medienprojekten. Da gab es ein Gespräch mit jemandem von Jugendhakt. Es gibt so mehrere Episoden zu Lernen und Bildung. Ich habe mich zum Beispiel mit Lehrern zusammengesetzt und wir haben uns über E-Learning in der Schule unterhalten. Es gibt auch ein, zwei Episoden zu Schrift und Zeichen. Ich glaube, meine erfolgreichste Episode ist zur Digitalisierung von Schrift. Und Medienforschung ist auch ein Thema, Medienkunst und Kultur. Und ab und zu gibt es auch immer so Specials, also sowas ganz Besonderes, was nicht so richtig in so ein Cluster reinpasst. Zum Beispiel habe ich einen Podcast gemacht zur Buchmesse und bin zur Buchmessegesellschaft gefahren, das ist in Frankfurt und Main, und habe mir mal erklären lassen, wie so eine Buchmesse überhaupt funktioniert. Die letzte Episode, die ist jetzt gerade erst im April 2017 erschienen, also vor ein paar Tagen. Ich versuche normalerweise so eine Episode pro Monat zu machen. Das klappt nicht immer so optimal. Ich habe viel zu tun. Ich arbeite an der Universität zu Köln. Ich wohne in Frankfurt. Wenn es klappt, schreibe ich auch an meiner Dissertation. Und da ist es nicht immer ganz so einfach, diesen Monatsrhythmus einzuhalten. In die letzte Episode kann man doch mal reinhören. Da habe ich mich mit Matthias Schäfer unterhalten. Der arbeitet in Frankfurt im Dialogmuseum. Das ist ein Museum, wo sehende Menschen hinkommen und sich von blinden Ausstellungsführern und Führerinnen durch die total abgedunkelten Räume führen lassen. Und Matthias Schäfer ist Geschäftsführer und selbst auch blind. Und er nutzt Smartphones total viel, er twittert und er berichtet davon, wie er damit eigentlich so umgeht. Und da können wir mal kurz hinein. Ist das auch die Art und Weise, wie du twitterst? Also, ja. Okay. Ja, weil ich diktiere nicht gerne, dann kriegt ja jeder in meinem Umfeld mit, was ich mache. Ja, ich bin ja sehr viel unterwegs mit Bus und Bahn und so weiter und so fort. Und wenn ich dann einfach twitter, dann schreibe ich das genau so. Und es passiert dir nicht, dass du dich irgendwie vertippst? Also zum Beispiel, ich bin ja jemand, der sehr schlampig im Schreiben ist. Also kann es ja auch sein, weil ich gucke nochmal drüber und korrigiere den ganzen Kram nochmal schnell mit einem Blick. Aber du tippst ja also hier schon alles richtig rein, ja? Also erstens mal kriegst du ja das, was du von dem, was du eintippst, kriegst du ein Echo. Und du hörst sofort, wenn du dich irgendwie vertippt hast. Und dann kann ich mit dem Finger streiche ich hoch und runter, weil das geht dann wie so durch ein Rechtschreibwörterbuch und dann kommt er auf das richtige Wort und dann gehe ich mit dem Finger nach rechts, dann habe ich gleich mein Leerzeichen, zack, ist die Autokorrektur drin. So geht das weiter. Die Episode ist 1,5 Stunden lang. Das ist ungefähr das normale Längenverhältnis der Episoden. Also es ist kein so schnell zu konsumierender Podcast. Und vielleicht noch ganz zum Schluss, woher der Name kommt. Den habe ich mir geklaut vom Soziologen Pierre Bourdieu. Und er beschreibt damit mit diesem kulturellen Kapital das, was wir so mitbringen, nämlich unsere Bildung. Und darum geht es eigentlich im Kulturkapital-Podcast. Vielleicht hört ihr einfach mal rein.